So, hallo, wir machen weiter bei Hyrule Warriors. Ein Part, den ich dringendst aufnehmen muss, denn es ist jetzt Donnerstagabend und morgen soll der Part kommen. Sonst gibt es morgen keinen Part. Deswegen dringend einen Part aufnehmen. Vielleicht auch gleich noch einen zweiten, dass ich einen für Samstag auch noch gleich habe. Wäre vielleicht ganz schlau. So, wir haben, glaube ich, noch Nebenmissionen. Oder gibt es jetzt. Sind wir schon so weit, dass wir. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ne, da sind noch Nebenmissionen. Wir gehen einfach direkt in das Training des Priesters rein. Ach, richtig, wir haben das, den. Blablabla. Wir haben den Priester das letzte Mal freigeschaltet. Dann gehen wir doch direkt in sein Training rein. Machen wir das. Jawohl, auf geht's. Dann gucken wir mal, was der so kann. Das ist jetzt wieder dieses typische. Einmal mit dem Charakter alles niedermetzeln. Das ist jetzt diese Geschichte. Okay. Schauen wir mal, was er kann. Absorbiere Energie von Relikten, die mit starken Angriffen herbeigerufen wurden. Drücke ZR, um antike Energie einzusetzen und auf einem Riesen zu ver und zu einem Riesen zu werden. Okay. Noch was zum Priester? Ist das alles zum Priester? Ah ja. Ah ja. Ja, moin, das war ja viel. Okay. Na, dann gucken wir mal. Oha, ich bin Sonic. Ich bin einfach Sonic. Ah ja. Mehrfach drücken, okay. Mache ich so eine Wirbelattacke. Die reißt jetzt nicht so viel aus. Oh. Okay. Was ich ganz komisch finde, so man spürt überhaupt nicht, dass man die Gegner trifft. Anders als bei anderen Gegnern. Macht es überhaupt kein Geräusch, wenn man die trifft. So, das wirkt ein bisschen komisch. Jetzt. Okay. So, jetzt probieren wir mal. A ist aufgeladen. Ah, da oben ist diese Leiste auch. Okay, A ist aufgeladen. Wir gucken uns mal die A-Attacke an. Dafür gehe ich mal in die Menge rein. Ah ja. Das war das. Dann probieren wir jetzt mal. Ah ja. Das können wir auch mal schnell machen. Und Schmetterangriff. Jawohl. Zack. Sieht auch schön aus. So, jetzt probieren wir mal die Z-Geschichte. Ah ja. Okay, also wenn sie das auflädt, dann kann man über. Aber wie lädt sich das jetzt wieder auf? Nein, ich wollte nicht. Oh mein Gott. Der spielt sich ganz schön komisch, muss ich sagen, im Moment. Also aktuell. Aber hauptsächlich, weil ich irgendwie so nicht dieses Geräusch habe, wenn ich Leute treffe. Das spielt sich ganz merkwürdig. Aber er lädt sich halt, also na, da hier so viele sind, lädt er sich enorm schnell auf, das ist klar. Aber auch die Stimme ist ultra merkwürdig. So, aber wie lade ich jetzt? Kann ich das nochmal hier irgendwie nachlesen? Optionen? Tutorials? Gibt es hier zu speziellen Charakteren irgendwas? Nö. Ja, moin. Ha, okay. Das ging aber irgendwie konnte man das aufladen mit, ich weiß nicht mehr wie. Musste ich als die Kugel da drücken? Keine Ahnung.
Wie lädt sich dieses Symbol da oben auf? Was muss ich dafür tun? Jetzt habe ich es aufgeladen. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt kann ich nochmal zum Riesen werden. Hier, zack. Aber wie mache ich das? Wie habe ich das hier gerade aufgeladen? Einfach durch Angriff? Aber, hä? Ja, ist ja egal. Das hat nicht hingehauen. Jetzt habe ich es wieder... Ah, wahrscheinlich, wenn die angreifen, muss ich... Ja, irgendwie so. Keine Ahnung. Der spielt sich... Oh, ich habe überhaupt nicht auf die Energie geachtet. Ja, moin. Der spielt sich richtig merkwürdig irgendwie noch. Oha. Okay, ja, erneut versuchen. Ach, jetzt... Hey, jetzt starte ich hier mittendrin. Hallo? Ach so, weil ich die... Ah, weil ich die Anzahl schon hatte. Ah, sehr gut. Sehr gut. Das macht die Sache natürlich einfacher. So, komm, mach dich weg. Aber das wird definitiv nicht mein Main. Aua. Das wird nicht mein Main. So, komm mal her, Kollege. Lol. Vielleicht spiele ich ihn aber auch noch völlig falsch. Kann natürlich sein, ne? Jetzt kann ich mich wieder groß machen. Da. Naja. So, und tschüss. Ui, jetzt gibt's auf die Mütze. Zack. Ja, also seine Attacken sind cool, was das Aussehen angeht, aber er spielt sich irgendwie ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht oder es am Level lag, aber irgendwas war ganz komisch. Irgendwas war ganz, ganz komisch. Egal. So. Gut. Da wir jetzt wieder eine Mission gemacht haben, müssen wir wieder neue Sachen kaufen können. Und zwar... Okay, ich habe im Moment gar nichts im Sensor, kann das sein? Ich brauche die Bomben noch. Sensor an. Gibt es da irgendwo was aktuell? Nope, dafür müsste ich die Mission da oben mal... Ah, wait! Achso, nee, das ist der Stern. Es gäbe gerade nicht mal eine Mission, wo man das holen kann, was ich da suche. Das gibt es nur da oben mit dem Stern, okay. Scheint zumindest aktuell so. Interessant. Hier braucht man noch Diamanten. Kriege ich da aktuell irgendwo welche? In Missionen natürlich. Aber auch zu kaufen. Ja. Was sag?
Ja, kann ich nur einen kaufen. Her damit. Kann ich das jetzt? Jetzt kann ich es auslösen. Große Feenherz plus 2. So, ich mach's nicht wegen den Feen. Ich mach's, weil es die Leiste oben füllt, ne? Für die Missionen in der Welt. Dafür mache ich's. Nicht, weil ich die Fee irgendwie leveln möchte. Die interessiert mich herzlich wenig. Aber wir müssen es ja machen. So. Hier brauche ich die Ballons. Gibt's die aktuell irgendwo? Ja, da oben. Ja. Oh. So. Oh. Reicht es jetzt schon? Wo ist es? Da unten. Zelda Herzen plus 2, das ist schon eher was ich auch nutzen kann und möchte. Sehr gut. Aber wie gesagt, es ist halt sowieso wichtig für die Weltmissionen. Dann haben wir hier noch was. Ach, da brauche ich Leunendings, ne? Ja, da muss ich Leunen besiegen. Das wird mit der Zeit automatisch passieren, da werden wir jetzt nicht extra losziehen. Wo haben wir noch Zeug? Da haben wir noch was. Ah, da brauche ich diesen Honig. Genau, den Ausdauerhonig gibt es sicherlich auch jetzt wieder irgendwo. Ah, direkt hier nebenan. Stabil. Stabiler Ausdauerhonig. Gibt es dreimal. Reicht es schon? Haben wir dann genug Ausdauerhonig? Nö, haben wir noch nicht genug Ausdauerhonig, aber ich kann es wieder rausnehmen. Weil wir jetzt noch keinen weiteren Ausdauerhonig bekommen. Okay. Also nehmen wir den Ausdauerhonig wieder raus. Zack. Dann haben wir hier noch was. Da brauchen wir diese Flügel. Gibt es die Flügel aktuell irgendwo zu kaufen? Nein, die gibt es nur in Missionen. Okay. Dann ist das jetzt erstmal wieder irrelevant. Vielleicht kommt es automatisch mit der Zeit. Okay. Da sind wir soweit durch. Da brauche ich Oktrog-Urkunden. Die kommen auch mit der Zeit automatisch. Hier brauche ich Fisch. Den Fisch könnte ich gucken, ob es den zu kaufen gibt jetzt irgendwo. Ja! Fischi, Fischi, Fischi. Hi. Hi. Ah. So, Fischi, Fischi, Fischi. Ah. Damit haben wir genug Fischi und es fehlen noch zwei Hinox. Ein Hinox, okay. Gut. Wird auch mit der Zeit automatisch passieren, weil wenn wir den Hinox besiegen, kriegen wir die Urkunde. Das kann ich eigentlich auch rausnehmen, haben wir ja schon gesehen, wo das ist. Denke, dann habe ich alles, was wir aktuell machen können, durchgeforstet. Jetzt gibt es auch keine weitere Mission mehr. Jetzt gibt es nur noch Hauptmissionen. Sehe ich das richtig? Was brauchen wir hier? Auch den Leunen. Also Leunen müssen wir ordentlich verprügeln. Okay. Dann würde ich jetzt aber eine andere Geschichte nochmal angehen. Und zwar fehlt uns ja noch Was wollte ich sagen? Was willst du jetzt eigentlich von mir? Wieso zeigst du hier hin? Jo. Was soll ich hier? Oh. Nix. Okay. Ja, was willst du denn? Geh mir nicht auf den Keks. Ah, hier fehlt noch was. Leunenhuf. Okay, da muss ich auch Leunen wahrscheinlich besiegen. Die werde ich nicht kaufen können. Nee, da blinkt kein Laden. Okay. Gut. Dann nehmen wir das wieder raus. Und freuen uns der Dinge. Was wollte ich tun? Ich wollte Es müsste noch Ich glaube, wir haben noch eine Hauptmission.
in der wir noch nicht alle Crocs haben. Und zwar die Wüste. Oh! Oh! Mifa-Prinzessin der Zoras, da fehlen uns auch noch zwei Crocs. Oh! Oh, die habe ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Oh, hä? Habe ich das nicht schon gemacht? Rivali fehlen uns auch zwei Crocs. Ja, das weiß ich. Die hatte ich auf dem Schirm. Hier fehlen uns ja Millionen Crocs. Das habe ich noch gar nicht. Ach du grüne Neune. Ich dachte, ich habe die alle schon nachgeholt. Ja, moin. Die neuen Kapitel, da haben wir alles. Ja, die sind noch neu, klar. Ah ja, moin. Ich dachte, wir haben hier schon Crocs. Bin ich denn komplett dumm? Haben wir die nicht nochmal gespielt und dann die Crocs geholt? Bin ich komplett bescheuert? Kann ich die jetzt überhaupt spielen oder sind die gerade gesperrt? Nein, ich kann die spielen, aber ich würde natürlich gerne Link auswählen, um hier einfach durchzumetzeln. Nun ist es Zeit, deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ja, ja, ist ja gut. Ja, dann gehen wir nochmal durch die Mifa-Welt durch und holen die Crocs. Was? Nur normaler Kampf. Und holen die beiden fehlenden Crocs. Ich dachte, ich hab die. Ich dachte, da waren wir schon. Ich dachte, da waren wir schon. Ich dachte wirklich, da waren wir schon. Das ist ja... Das ist ja ein Ding. Ich hätte wirklich gedacht, wir haben... Haben wir scheinbar nicht. Okay, haben wir nicht. Älter als Angehörige anderer Dann haben wir das wohl nicht. Ja, jetzt will ich doch gar nicht hören. Geh mit ihrem Keks. Ja, weiß ich doch. Mit Link an ihrer Seite. Ja, weiß ich doch. Ja, okay. Ah, das ist ja interessant. Das ist ja hochinteressant. So. Mifa soll einen der Titanen. Ja, 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 geh mir nicht auf den Keks. Oi, oi, oi. Ich hab halt keine Ahnung mehr, wo welche waren, ne? Also zwei müssen wir noch finden. Ich weiß aber ziemlich sicher, wo ich nicht war. Wenn ich das nämlich noch nicht nachgeholt habe. Ach, hier komme ich noch gar nicht durch. Ich kann nur geradeaus als erstes, okay. Darf ich hier hoch? Hier darf ich hoch. War hier oben nicht sogar irgendwie einer irgendwann mal? Ah, hier ist auf jeden Fall eine Truhe, die wir noch nicht aufgemacht haben. Auch interessant. Aber hier ist sonst nichts weiter. Ne, hier ist nichts weiter. Aber diese Stage hatte so eine geniale Musik. Na, jetzt hört man sie auch gerade wieder. Ah, hier war einer. Genau, hier war einer. Den haben wir. Den haben wir. Da oben ist nichts weiter. Okay. Dann können wir uns erstmal in die Schlacht begeben. Aber ja, das war hier so verwickelt. Das war hier so. Na, das ging dann so außen rum. Ja, ja, ja. Da, ich wette, da hinten habe ich dann was verpasst. Den hinteren Bogen dürfte ich nicht mitgenommen haben. Aber die Mission müsste jetzt schnell gehen. Ich meine, ich bin ja jetzt deutlich stärker. Das alles zu besiegen, den ganzen Quatsch, das dürfte nicht das Problem sein. Ach, komm halt einfach her. So.
Okay. Und die Wege sind zum Glück sehr, sehr dünn. Das heißt, ich muss nur die Wege ablaufen. Ich muss nur wissen, welche Wege ich nicht abgelaufen bin. Das ist alles. Na, aber die Wege selbst haben nicht viele Abzweigungsmöglichkeiten. Also da kann man eigentlich nichts explizit verpassen. Ich glaube, ich weiß, woran ich gedacht habe. Wir haben so eine Nebenmission mit Mipha gemacht. Da haben wir einen Krog geholt. Bei so einer Nebenmission mit Mipha haben wir einen Krog geholt. Aber eben nicht bei der Hauptmission. Das war natürlich ein großer Irrtum. So. Hier ist nix. Es sind ja auch nur insgesamt 4 Stück. Die werden schon ein bisschen verteilt sein. Wundert mich eigentlich, ne? Weil das ist doch eine recht große Welt. Da hätte man durchaus mehr Krogs verstecken können. Aber gut. Weil es wahrscheinlich eine der ersten Missionen war, hat man da noch nicht so viele Krogs versteckt. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Hier ist auch nichts. Da ist eine Truhe. Auch die habe ich damals überhaupt nicht aufgemacht. Aber ich muss doch hier vorbeigekommen sein. Habe ich die einfach nicht gesehen oder... Keine Ahnung. Bin ich einfach blind? Man weiß es nicht. So. Ah, hier ist stabil alles noch zu. Ja, das geht dann nachher hier weiter. Okay. Gut, dann haben wir jetzt aber uns hier schon mal umgeguckt. Ist ja auch was. Gut. Dann können wir jetzt erstmal hier weiterlaufen. Ah, treffe ich den so? Ja. Ich war mir unsicher. Ach, da ist noch einer. Ja, oh, moin. So. Einmal umgucken, ob hier irgendwas Spannendes ist. Aber es sieht nicht danach aus. Ne, da ist... Nada, niente, nix. Jornisch ist hier. Überhaupt nicht. Okay, jetzt will das Spiel wieder, dass wir wechseln. Geh mir nicht auf die Nerven. Ich bin hier mit Link unterwegs. Der hält schon noch durch, der Hauptmann. Hier ist auch nichts. Ich muss so diese Nischen abgucken. Okay, dann gehen wir jetzt den Weg. Da kommt eine etwas dickere Fläche unterwegs. Hier ist die ganze Zeit nichts. Da, das meine ich. Das ist jetzt ein bisschen größer. Ach, weil das eine Dings ist. Ein Posten. Vorposten. Boss schon da. Irgendwie noch nicht. Ach doch, da. So. Dann ist jetzt hier Ruhe. Und ich kann mich ganz kurz hier mal umgucken.
Da ist nix weiter. Da ist auch nix, aber das hat mich aufgefüllt. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Hier ist auch nix. Das Ding ist, hier glitzert so viel, ne, da könnte man ganz leicht einen Koch übersehen. So leuchten oder sowas. Deswegen muss ich hier wirklich sehr gut schauen. Okay. So, dann haben wir den nächsten Hauptmann gleich vor uns. So, das war das. Entschuldigung. Prinzessin Mifa. Genau, dann machen wir hier jetzt den Rundumschwung. Den Weg hier haben wir noch nicht gesehen. Den Weg hier haben wir noch nicht gesehen, aber da kann eigentlich nichts passieren auf dem Weg. Was soll auf dem Weg sein? Ne? Also, das ist einfach ein gerader Weg. Ja, der andere Zora-Hauptmann kann noch warten. Genau, dann haben wir hier einmal den Rundkurs gemacht. Sehr schön. Richtig. Gut. Dann können wir jetzt hier mal hochgehen. Schön immer an die Seiten gucken. Hier an die Seiten gucken. Okay, da kann ich nicht durchlaufen. Da kann ich auch nichts machen. Hier an die Seiten schauen, aber da kann ich auch nichts tun. Auch irgendwie so... Natürlich gibt es ja auch diese Crocs, die so Blumen aus dem Boden sind. Na, auch die wird mir jetzt hier im Regen ein bisschen schwieriger sehen. Da muss ich echt gut aufpassen, dass ich da nichts verpasse. Aber ich würde ja vermuten, wie gesagt, dass die Crocs eher in einem späteren Abschnitt dieses Levels sind. Wenn man auch nach hinten gehen kann, dass da noch Crocs dann versteckt sind. Wäre meine Vermutung. Wir werden sehen, was dann zutrifft am Ende. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich das Level nicht beende. Okay, hier ist scheinbar nichts. Okay. Dann kommen wir jetzt zum letzten Hauptmann. So. Das war die Geschichte. Hier oben ist einfach nur diese Fläche. Hier geht es ansonsten nicht weiter, aber hier ist auch nichts. Okay, das war nur für den Kampf. Gut. So, jetzt ist ein Blitzmoblin aufgetaucht. Der ist da drüben. Genau, das ist dieser Weg. So weit, so gut. Also bisher, glaube ich, haben wir nichts verpasst. Ich meine, ich habe mich gründlich genug umgeschaut. Hoffe ich. Dann gehen wir jetzt den Weg hier Richtung Blitzmoblin. So, hier ist auch nichts. Alright.
Erledigen wir erstmal den Typen. Oh, nö, ist ja gar kein. Ist hier. Ah, hier. Hier ist wieder so ein Vorposten, der eingenommen werden möchte. So. Vorposten haben wir. Jetzt bin ich ja ein bisschen schnell runtergerannt, weil ich halt mein A gleich mal einsetzen wollte. Aber ansonsten ist hier nichts weiter. Spannend ist gewesen. Ich gehe nochmal ganz kurz den Weg zurück. Dass ich hier nicht was verpasst habe, weil ich da so runtergerannt bin. Sieht aber soweit gut aus. Ja, das sieht soweit okay aus. Hier waren wir gerade. Okay, dann haben wir alles. Gut. Gut. So. Dann räumen wir hier noch ein bisschen auf. Das ist alles nichts Krogartiges. Das ist auch nichts Krogartiges. Okay. Hier sehe ich auch soweit nichts. Gut. Ja, kommen wir zu dem Blitzmoblin. Ja, ja. Und machen wir den erstmal gleich weg. So. Ciao. Und jetzt wird das Dorf der Zoras angegriffen. Genau. Und jetzt dürften die anderen Wege auch offen sein. Das ist wichtig. Jetzt kann ich, glaube ich, alles ablaufen. Ich glaube, jetzt kann ich alles ablaufen, ohne es durchzuspielen, sozusagen, das Level. Weil das ist ja das Gefährliche. Dass man es fertig spielt und nichts mehr den Rest ablaufen kann. Okay. Jetzt gehen wir den anderen Weg hier runter. Sozusagen den Alternativweg, wie man auch zu dem Blitzmoblin gekommen wäre. Und dann haben wir auch da den Rundkurs gemacht. Dann haben wir auch da alles abgerundet. Ja, der Zora-Hauptmann soll chillen. Der wird schon nicht gleich draufgehen. Ja, ja, chillen. Ich weiß es doch. Ich weiß, das ist jetzt eigentlich die Mission, wo man... Ja, jetzt... Okay, okay, okay. Wo ist denn das jetzt? Du gehst mal hier hin. Du gehst mal hier hin. Ich weiß nicht, welcher Hauptmann es ist. Ich sehe es hier auf der Karte ja leider nicht. Vielleicht erwischen wir den richtigen. So. Okay. Aber damit haben wir jetzt hier... Ja, ich weiß es doch. Damit haben wir jetzt hier auch den Rundumweg gemacht, ne? Sehe ich das richtig? Hier waren wir schon. Und kommen jetzt hier wieder runter. Okay. So, dann gehe ich jetzt als erstes zu dem Kollegen da unten. Ich komme ja.
Ich komm ja, chill. Ich glaube, der Schlusskampf hier... Ja, jetzt... Ah, es ist der obere, scheiße. Ich glaube, der Schlusskampf war dann sowieso die Geschichte mit dem Leunen. Also vorher dürfte das, glaube ich, nicht schief gehen. So, das war Nummer 1. Jetzt muss ich dann... Ah, wie komme ich da jetzt am schnellsten hin? Okay, so kann ich auch laufen. So kann ich auch laufen. Ich glaube aber, das war auch der Hauptmann, wo ich Zelda hingeschickt habe, der gerade so ein bisschen... das ist nicht offen, okay. Ja, wo, jetzt ist es der da oben. Ihr wollt mich doch veralbern. Ist ja gut, 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 ist ja gut. Aber jetzt müsste hier offen sein, jetzt kann ich hier durch, genau. Dann muss ich mir die Wege nachher nochmal genauer anschauen. Ich muss mich jetzt erstmal um die Hauptmänner kümmern. Das hilft gerade leider nichts. Ich glaube, am Schluss kommt sowieso ein Leune. Und der war, glaube ich, dann das Finale. Und solange ich den Leune nicht besiege, sollte alles gut sein. So, bin ja schon da. Ja, ich bin ja schon da. So. Okay, kümmern wir uns halt erst um den ganzen Missionsquatsch und dann können wir uns immer noch umschauen. Machen wir das halt erst schnell. Hilft ja scheinbar nichts. Hier oben ist der nächste. Ciao. Jetzt ist es nur noch einer. Kann ich den jetzt mal kurz... Kann ich da einfach die anderen alle hinschicken? Dann sollen die sich kurz drum kümmern. So, hier, Abflug. Und du bist eh schon... Nee, du bist auch noch nicht dort. Hier, Abflug. So, alle dahin. Have fun. So, dann kann ich jetzt mal kurz den Weg mir anschauen hier. Den Weg hier. Den Weg hier. Mein Gott. Ja, genau den Weg. Da ist nämlich einiges, was wir noch nicht gesehen haben. Und den Weg möchte ich nachher nicht nochmal laufen. Okay. Wir sind so Blümchen am Weg, aber nicht das Blümchen, was ich suche. Also sind alles Flächen, wo so ein Krog halt sein könnte, ne? Auch hier... Ach, da war sogar mal einer. Ja, siehste. Was mich bestätigt, dass es eine gute Gegend gewesen war für einen Krog. Nur ich habe ihn halt schon. So geht's natürlich auch. So. Solange der andere Hauptmann jetzt nicht das Stöhnen anfängt, ist alles gut. Nehmen wir hier noch die Geschichte ein. Ja, ja, ist ja gut. Noch kein Boss aufgetaucht? Ach, da drüben. Hallo? So. Haben wir es eingenommen jetzt? Jawohl. Hier noch irgendwas? Ne, sieht nicht danach aus. Gut. Ah, Hilfe. Ganz viele Gegner. Dann müssen wir jetzt hier noch den Weg aufräumen.
So. Okay. Da ist eine Truhe, die ich immer übersehen habe. Auch toll. Was ich alles übersehen habe, hey. Als wir das hier abgelaufen sind, ist ja unfassbar. Jetzt geht der schon wieder hier ab. Ich bin aber auf dem Weg. Ja! Ich hab die doch hingeschickt. Sind die nicht dort? Doch, die sind beide dort. Okay. Wir haben ja den Weg hier auch gleich durchgeschaut. Hier ist... Nee, hier ist nix. Hier ist nix. Und da unten waren wir schon. Na, hier... Da waren wir drin. Und da oben waren wir auch. Gut, dann können wir jetzt wieder den Rückweg antreten. Ich gehe runter ins Dorf der Zoras und räume die zwei anderen Moblins noch weg, beziehungsweise rette die zwei anderen Hauptmänner. Und dann sollte die Geschichte mit dem Leunen kommen. Und während der Leune da ist, ich glaube, dann kann ich den Rest mir anschauen. Ja. Bin doch schon auf dem Weg. Schneller geht's halt nicht. Moin. Moin. So. Jetzt muss der Leune auftauchen. Jetzt gehen wir als erstes den Weg, wo ich mich vorhin nicht umschauen konnte. Ja, genau. Beim Donnerhorn ist jetzt der Leune. So, hier ist nichts weiter. Aber wie gesagt, ich muss jetzt den Weg mir nochmal ein bisschen genauer anschauen. Bis hoch zu der Plattform, weil ich da halt von hoch gerannt bin. Wie ein ganz Wilder. Hier ist nix. Okay. So, hier geht's jetzt nach hinten auf der Karte. Aber das ist einfach nur... Wow, man kann bis hierher laufen für nichts. Sehr nice. Gut, aber ich glaube hier... Ach, das habe ich noch gar nicht... Hä, war ich hier nicht vorhin drin? Habe ich das nicht eingenommen dann? Okay. Dann nehmen wir das mal geschwind noch ein. So, jetzt haben wir es eingenommen. Gut. Und auf dem Weg hier hoch
da habe ich mich dann, glaube ich, schon umgeschaut, ne? Da habe ich ja gesagt, hier könnte ein Krog sein und dann war da oben in der Ecke auch dieser eine Krog, den wir schon haben. Genau. Okay. Dann sollten wir hier auch den Weg durchgespielt haben. So. Dann gibt es jetzt nicht mehr allzu viele Wege. Also zwei Krogs fehlen ja noch. Die müssen wir jetzt langsam wirklich finden. Sonst mache ich mir Gedanken. Aber noch mache ich mir keine Gedanken, weil, wie gesagt, die Hauptwege, wo ich die Krogs vermute, haben wir noch nicht abgelaufen. Na, ich musste zwar jetzt am Anfang auch nochmal gründlich schauen, aber vor allem halt jetzt die Wege, die jetzt kommen. Da muss ich genauer hingucken. Da vermute ich am ehesten jetzt Krogs. Hier ist nix. Ich habe nur ein bisschen Bedenken, den Leunen zu spawnen. Aber ich glaube, ich kann mich dann von dem Leunen schon nochmal entfernen, ne? Ich glaube, ich kann mich von dem Leunen dann schon nochmal entfernen. Alles andere wäre ein bisschen blöd. Ja, genau. Keine Zeit für dich, weil wenn ich dich besiege, ist die Nummer durch. Das will ich nicht. Wir gehen hier nochmal raus. Ja, ja, den besiege ich schon noch, den Leunen. Chill, Spiel, chill. Ich muss erst die anderen Wege ablaufen. Okay. So, dann haben wir jetzt nämlich von der einen Seite das Ganze angeschaut. Und den Weg sind wir damals auch gegangen. Und da war ja nichts. Das haben wir jetzt auch nochmal überprüft. Hier war nichts. Den anderen Weg sind wir aber nie gelaufen und das ist das Ding. Den anderen Weg haben wir nie abgelaufen und da sind dann mit Sicherheit die beiden Krogs. Na, also wenn ich jetzt auf dem anderen Weg auch keine Krogs finde, dann mache ich mir Gedanken. Und dann muss ich es übersehen haben. Was ärgerlich wäre, aber möglich. Guck nochmal ganz kurz hier hin. Aber hier haben wir eigentlich alles gesehen. So. Jetzt aber dann sozusagen dieser Weg hier. Den sind wir so weit. Ja, ganz genau. Den sind wir nie gegangen. Ganz genau. Nummer 1. Und der zweite ist dann hundertprozentig auch hier auf dem Weg zum Leunen. Na, der Alternativweg. Genau so muss es sein. Das heißt, wir müssen kurz einmal hier hochlaufen, um da den Rundkurs abzustecken, praktisch. Denn hier waren wir auch nie. So, haben wir hier auch unsere Ruhe, können uns hier nochmal ganz kurz umgucken. Sieht aber nicht sonderlich spannend aus hier. Hier hinten ist auch nichts, okay. Du machst noch schnell einen Abflug, aua.
So. Ciao. Und da oben waren wir dann schon? Fragezeichen. Nee, hier oben waren wir auch noch nicht. Hier oben waren wir auch noch nicht, da muss ich auch noch mal genau jetzt hingucken. Da ist nämlich schon mal eine Truhe. Genau, da waren wir also auch, wie gesagt, noch nie. Dann ist, könnte hier aber auch noch was sein. Ja, ja, doch, hier könnte auch noch was. Ha! Wir haben's. Wir haben's. Hoppala, 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 langsam, Link. Na, jetzt löst es halt aus. Danke. Perfekt. Das waren die beiden fehlenden Leunen. Sehr schön. Okay. Dann Abflug. Alles andere ist unnütz. Unwichtig. Selbst wenn ich jetzt irgendwelche Truhen noch übersehen habe, die sind ja nicht so dramatisch wichtig. Wunderbar. Ab zum Leunen. Leunen aufs Maul geben. Und das war's. Perfekt. Jetzt haben wir doch wieder einen längeren Part gemacht. Mensch, ich wollte doch zwei Parts aufnehmen. Scheiße. Ah, also falls morgen Samstag kein Hyrule Warriors kommt, don't be mad at me, falls ich es nicht rechtzeitig schaffe aufzunehmen. So. Moin! Wow, ich habe ihn komplett verfehlt. Stabil. So, Wiedersehen. Gut. Ei. Uff. So, sehr schön. Damit haben wir auch bei Mifas Mission alle Crocs eingesammelt. Oh, aber wir diese große Mission mit dem Giga-Angriff. Oh, das war so riesig. Da fehlen mir ja Millionen Crocs. Ah ja, gar keinen Bock drauf. Na, das war die da hier. Nee, wo ist denn die? Wo ist denn die auf der Karte gewesen? Ach nee, die war hier, genau. Das da war die. Oh Gott, da fehlt so viel und die war so groß. Da muss ich alles nochmal ablaufen. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ach so, Moment, halt, stopp. Jetzt habe ich ja wieder... Ach, guck mal. Jetzt haben wir einen Leunen besiegt. Ha! Hier, zack. Jetzt haben wir wieder Leunen besiegt. Jetzt haben wir wieder Zeug bekommen. Natürlich. Da fehlen jetzt immer noch die drei Leunenurkunden, weil wir jetzt den einen eingesetzt haben. Aber ja, klar. Hier fehlen auch Leunenurkunden, ne? Wollte ich nicht. Ja, Hinux und Leune, alles klar. Den Priester zu leveln, dafür muss man Leune und Hinux besiegen und sonstiges und irgendwie spielt es sich aber ganz komisch. Also, keine Ahnung. Egal, ist halt so. Dann könnte ich jetzt zumindest nochmal ganz kurz gucken. Ausdauerhonig müsst ihr jetzt ja auch wieder geben. Genau. Haben wir jetzt genug Ausdauerhonig? Jetzt haben wir genug Ausdauerhonig. Stabil. Ich habe es geschafft. Spezialangriffsleiste plus 1 bei Zelda. Das ist natürlich brutal wichtig. Dann
Was war noch so eine Mission? Ich glaube, das war alles nichts. Hier waren das die Hufe. Die gibt es hier, wie gesagt, nicht. Da muss man Missionen machen. Da muss man mehr Leunen besiegen und so weiter und so fort. Kriege ich hier jetzt nicht. Okay. Wieder weg damit. Dann haben wir jetzt eigentlich alles, ne? Jetzt haben wir wirklich alles. Aktuell alles, was ich tun kann. Wie gesagt, nächstes Mal holen wir noch die restlichen Crocs. In der Dorfmission. Auf die haben wenigstens... Eigentlich habe ich auf die genauso wenig Lust wie auf die Wüstenmission, aber wir müssen halt die Crocs noch holen. Und dann machen wir das erstmal, dass wir da den Rundumschwung haben. Ich denke, das ist mit der sinnvollste Weg erstmal. Dann trainieren wir damit auch noch ein bisschen. Die Flügel gibt es halt einfach hier nirgends zu kaufen. Ne? Da muss ich die Feuerviecher besiegen wahrscheinlich. Ja, die gibt es einfach nicht zu kaufen. Na gut. Na gut. Dann, wie gesagt, schließen wir hier ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.